Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Witcher 2 in der Premium Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Witcher 2 in der Premium Edition, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! Das Spiel im vollen Namen The Witcher 2 Assassins of Kings. In der Premium Edition, wir haben hier eine schwarze Kartonbox. Hier lesen wir eben den Namen des Spiels. Dann haben wir den Charakter, den wir hier spielen, also The Witcher in diesem Fall, Geralt. Ansonsten komplett hier in schwarz die Box und auf der Unterseite ebenso. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Wir haben hier einmal das Spiel für den PC. Dann ist mit dabei ein Lösungsbuch. Solche Faltbögen, um etwas daraus zu basteln. Dazu kommen wir dann noch. Ein Poster bzw. eine Landkarte. Einen Brief, der versiegelt ist, und dann haben wir hier noch zusätzlich eine DVD und den Soundtrack zum Spiel. Ja, jetzt ist die Edition leer, packen wir mal zur Seite und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. So, als allererstes starten wir natürlich mit dem Spiel. Das ist dieses hier, vom Cover her wie auch schon die Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder The Witcher 2 Assassins of Kings Game DVD. Und auf der Rückseite haben wir die Informationen, was sich hier alles so in dem Spiel zuträgt, was uns hier so erwartet. Also, kurzer Einleitungstext hier. Blut, Verachtung, Liebe, Furcht und Hoffnung. Eine Zeit des unermesslichen Chaos ist gekommen. Hinter den Kulissen prallen gewaltige Mächte in einem Kampf um die Vorherrschaft aufeinander. Die nördlichen Königreiche mobilisieren ihre Heere und bereiten sich auf den Krieg vor. Doch die marschierenden Armeen sind nicht imstande, einem blutrünstigen Komplott Einhalt zu gebieten. Irgendjemand ist auf der Jagd nach königlichen Köpfen. Mit jedem Attentatsversuch verdichtet sich das Gewirr dieser Tage, in denen Macht vor Recht geht, Grausamkeit und Gewalt stehen an der Tagesordnung. Ja, dann haben wir hier noch so diverse Aufnahmen, einzelne Szenen des Spiels, die Infos, und dann schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier ein Booklet, ein Spielehandbuch. Das kommt hier, ja, einfach so ohne Halterung, das ist hier so reingelegt. Auf der Rückseite gibt es noch hier einen Code. Hier gibt es scheinbar Bücher von The Witcher. So, dann schauen wir mal rein. Gut, also sind einfach die regulären Infos zum Spiel. Und dann haben wir hier noch die Spieledisk 1 und die Spieledisk 2. So, was haben wir hier? Dahinter ist, glaube ich, alles in weiß. Also, wenn ich es schaffe. Ja, okay, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Also, Game Discs 1 und 2. Dann packen wir das Spielhandbuch wieder rein. Und kommen zur nächsten Hülle. Hier haben wir mit dabei eine DVD und den offiziellen Soundtrack zum Spiel. Hier mit einem alternativen Cover. Und zwar haben wir hier die Bonus-DVD mit insgesamt 8 Anspielstationen, Bildern, Promo-Arts und Screenshots. Und dann haben wir hier den Soundtrack mit 23 Tracks. So, auch hier natürlich wieder zwei Sachen dabei. Einmal hier der Soundtrack, die CD. Und dann einmal hier die Bonus-DVD. Gut. Als nächstes haben wir dann das Lösungsbuch. Das ist hier so ein gebundenes Heft, ja, dickeres Heft. Und zwar wird uns hier einfach erklärt, was in dem Spiel so passiert, wie wir uns besser durch die Welt schlagen, diverse Karten, irgendwelche geheimen Sachen, Tipps und Tricks. Also hier lesen wir es. Alles Mögliche wird uns hier erklärt.
Das gesamte Büchlein hier ist in Schwarz-Weiß gehalten und macht das Spiel einfach deutlich leichter. Gut, dann ist mit dabei ein Poster. Machen wir das mal auf. So, das ist die Landkarte, die Weltkarte der nördlichen Königreiche. So sieht das aus. Alles Mögliche hier eingezeichnet. Und wir haben dann hier unten auch noch über die komplette Breite eine Legende, wo uns genau erklärt wird, was wir hier auf diesen Karten sehen können. Die Rückseite ist weiß, also einseitig bedruckt hier die Landkarte. Packen wir mal wieder zusammen. So, und kommen direkt zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier solche Bastelbögen. Hier wird es einmal erklärt. Auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch. Papercraft nennt sich das. Und zwar haben wir hier etwas zu basteln. Also in diesem Fall sieht es für mich nach einem Monster aus. Genau, hier ist es auch noch beschriftet. Also hier lesen wir zum Beispiel Legs and Hands, also die Beine und die Hände. Dann hier der Körper und der Kopf. Und wenn man dann hier entsprechend das aus dieser Papiervorlage hier so rauslöst, dann kann man das hier zusammenfalten und sich sein eigenes Ding hier zusammenbauen. Und davon gibt es noch ein zweites, auch hier wieder so ein Bogen, und der ist noch etwas umfangreicher, denn hier können wir uns Geralt von Riva zusammenbauen. Hier mit seinen Schwertern. Jawohl. So. Dann packen wir auch das mal zur Seite. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch so einen Brief, der hier sogar versiegelt wurde. Von vorne sieht das Ganze so aus. Sieht ein bisschen nach einem Einhorn aus. So, das Siegel lässt sich hier öffnen. Das ist so leicht zugepappt, zugeklebt. Jawohl. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine wunderschöne Zeichnung. Ein Wildschwein namens Hänselt. Ja, Wildschwein. Es ist mehr oder weniger so ein Wildschweinkopf mit zwei Armen dran. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Gedicht eben über dieses Wildschwein. Und das kann man sich hier dann entsprechend durchlesen. Gut, eine weitere Sache, die gab es ursprünglich noch hier in dieser Box mit dabei. Die habe ich allerdings nicht mehr, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen. Ich zeige euch ganz kurz ein Foto davon, genau. Also hier haben wir den Boxinhalt. Und hier diese Münze, die wäre auch noch dabei, also eine kleine Metallmünze. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser versiegelte Brief hier mit dem Gedicht des Wildschweins. Dann diese beiden Bastelbögen hier zum Zusammenbauen, die Landkarte hier, dieses Poster, das Lösungsbuch zum Spiel, dann die Bonus-DVD sowie auch der Soundtrack zum Spiel und natürlich das Spiel an sich, The Witcher 2 Assassins of Kings. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, The Witcher 2 in der Premium Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr The Witcher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.